die Basis des Islam und die Basis der Religion, die Religion von allen Propheten, die Religion von Abraham, die Religion von Jesus, die Religion von Moses, die Religion von Mohammed, dem letzten Gesandten Gottes, ist der Islam. Und der Kern des Islam ist die Einzigkeit Allahs. Dass man die Einzigkeit des einzigen Gottes bestätigt im Leben. Bestätigt nicht nur mit der Zunge, nicht nur äußerlich, nicht nur innerlich, sondern alles zusammen. Du musst diese Religion bestätigen in der Tat, in den Handlungen, äußerlich und innerlich. Und Allah sagt, und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie mir dienen. Das ist eigentlich der Sinn des Lebens, dass wir Allah allein und einzig anbeten. Und das ist die Einzigkeit Allahs. Die Einzigkeit Allahs ist der Zweck, der Schöpfung. Und die Einzigkeit Allah ist der Sinn des Lebens. Die Einzigkeit Allah ist das Ziel unseres Lebens. Wenn wir die Einzigkeit Allahs, wenn wir die Einzigkeit Gottes bestätigen in unserem Leben, innerlich und äußerlich, dann haben wir keine Probleme. Und wenn wir Probleme haben, dann werden wir Geduld zeigen. Und wir haben immer Rückhalt an Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Lehre im Islam heißt Tawhid. Tawhid, das wird die Einzigkeit, Und wenn wir von Tawhid im Islam sprechen, dann sprechen wir von Tawhid, das wird die Einzigkeit Allahs. Das heißt, Allah ist einzig, in seinen Namen und Attributen. Allah ist einzig in seiner Gottheit und Herrschaft. Allah ist einzig, indem wir ihn allein und einzig anbeten. Und das sind die drei Kategorien des Islam. Und man muss diese Tauhid-Lehre im Leben praktizieren, damit man richtig lebt und damit man richtig macht. Aber wenn man das nicht hat, dann hat man selber verloren und nicht die Religion Gottes. Alle Propheten kamen mit diesem Thema. Und alle Propheten kamen mit dem Thema des Tauhides. Und sie haben zu Tauhid gerufen. Das bedeutet, Moses kam zu seinem Volk. Er hat zu ihnen gesprochen und er hat ihnen gesagt, dient nur dem einzigen Herrn. Jesus kam zu seinem Volk und er hat gesagt, dient nur dem einzigen Herrn. Und Abraham hat zu seinem Volk gesprochen, er sagt, dient nur Allah, dem einzigen Gott. Und nur auch sagte zu seinem Volk, ihr müsst Allah allein und einzig anbeten. Aber was bedeutet eigentlich Anbetung? Heißt Anbetung nur, dass man sagt, ja, ich bin gläubig und Punkt? Nein, die Anbetung ist mehr als das. Die Anbetung ist ein allgemeiner Begriff für alles, was Allah, der einzige Gott, liebt, mag und annimmt von Taten und Handlungen, von Worten und Aussagen, innerlich und äußerlich. Und wir praktizieren das wegen ihm. Und für ihn, weil er die Anbetung gebührt und weil wir ihm danken und weil wir ihn lieben und weil wir ins Paradies kommen möchten, nicht in die Hölle. Es gibt Hölle und Paradies. Und deshalb hat Allah uns erschaffen. Allah hat uns erschaffen, dass wir ihn allein und einzig anbeten. Und das ist der Zweck der Schöpfung, wie Allah sagte. Im Koran und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erzählte und wie andere Propheten ihre Völker davon berichtet haben. Tauhid besteht aus drei Kategorien. Und zwar erstmal Tauhid, das bedeutet die Einzigkeit Allahs in seiner Gottheit. Ar-Rububiyya heißt das. In seiner Gottheit. Das heißt, Allah ist der einzige Herr und der einzige Schöpfer. Allah ist der Lenker. Allah ist der Versorger. Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles und hört alles. Und das heißt, in anderen Wörtern, dass wir die Einzigkeit Allah in seinen Taten bestätigen. Die Taten, die von ihm an uns gerichtet sind, die wir nichts
machen können. Das heißt, wir können nicht schöpfen und wir können kein Leben geben und wir können niemanden sterben lassen. Das macht nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das macht nur Allah. Und deshalb wir bestätigen, er ist der Herrscher und er ist der Schöpfer subhanahu wa ta'ala.